Hallo, hier ist der Lars von Ruhr Energie. Herzlich willkommen. Ich zeige euch heute mal mein momentanes Lieblingsgrünes Smoothie-Rezept und wollte euch noch einen Trick dazu verraten. Ich hatte nämlich Probleme, von Smoothies satt zu werden. Am Anfang war das überhaupt gar kein Problem. Da haben mir 3 Bananen und einen Apfel und ein bisschen Spinat gereicht und dann war ich immer satt. Jetzt war es wirklich so, dass ich das immer mehr gesteigert habe. Ich mache heute auch einmal mit 10 Bananen. Und es war trotzdem so, weil selbst wenn ich 15 Bananen genommen habe, war es so, dass ich nach so 1 bis 1,5 Stunden schon wieder Hunger hatte. Und das kann ja nicht irgendwie gut sein. Ich habe da jetzt ein bisschen rumoptimiert und habe die Lösung gefunden für mich. Ich weiß nicht, ob das bei euch genauso ist. Ich wollte euch nur diesen Tipp mal weitergeben. Und zwar, ich nehme jetzt kein Wasser mehr bis ein wenig Wasser. Es ist so, ich habe sonst immer so 500 bis 750 Milliliter Wasser an meine Smoothies gemacht, bei so einem 2 Liter Behälter. Und das war dann schön cremig und lecker, aber es hat sich anscheinend zu schnell verdaut. Es ist zu schnell durch den Darm, durch den Magen und durch den Dünndarm gerutscht. Und dann konnte der Körper, mein Körper, nicht schnell genug die Inhaltsstoffe rausziehen und deswegen habe ich immer wieder Hunger gekriegt. Wenn ich dieselbe Menge nehme, jetzt zum Beispiel 10 Bananen und da wenig Wasser dran mache oder gar kein Wasser dran mache, dann ist es so, dass mich das viel, viel besser satt macht. Dann brauche ich ungefähr so 1 Liter zum Frühstück, 1 Liter zum Mittagessen und dann gestern hat es gehalten bis 16 Uhr. Ja? Das bedeutet also, du hast dann 1000 Kalorien für Frühstück und vielleicht einen Teil des Mittagessens auch und dann kommst du gut damit hin. Bis 14, 15, 16 Uhr. Und so soll es ja eigentlich sein. Es soll ja nicht so sein, dass man um 12, 1 Uhr schon wieder Hunger hat, wenn man sich so eine große Menge Smoothie macht. Ich zeige euch mal, wie man das macht oder wie ich mir das momentan mache, nur so als kleine Inspiration. So, in dem 2-Liter Behälter von meinem Mixer sind jetzt 10 Bananen. In der Mitte ist nochmal so eine Handvoll Spinat drin und es ist jetzt kein Wasser drin. Ich will euch mal zeigen, wie das dann aussieht, wenn man das ohne Wasser macht. Ich mixe das jetzt mal durch. Um das ohne Wasser zu mixen, braucht man unbedingt den Stößel. So, der war jetzt schnell gemixt, so 30 Sekunden hat das ungefähr gedauert und einen habe ich mir schon abgefüllt, hier mit Deckel. Das ist dann mein Mittagessen und das hier wird jetzt mein Frühstück. Ich schütte das jetzt hier mal rein. So, jetzt der Geschmackstest, also einer meiner ersten Smoothies, ich glaube der zweite jetzt ohne Wasser. Gestern hatte ich ein bisschen Wasser drin, das ist der erste ohne Wasser, ohne überhaupt Wasser. Mmh. Schmeckt verdammt süß, weil die Bananen sind sehr, sehr reif. Aber ich kann euch sagen, bei mir ist es halt so, es macht mich viel, viel besser satt. Lässt sich besser verdauen, weil es nicht so durchrutscht. Ist sehr gut. Also das ist jetzt mein Frühstück hier. Das sind jetzt so 0,8, schätze ich mal, grüner Smoothie. Wobei halt mehr Zucker drin ist als grün. Aber ich mag es nicht so grün momentan. Ich brauche mehr Kohlenhydrate, weil ich momentan sehr viel zu tun habe. Und ja, also kann ich euch empfehlen. Die Glasstrohhalme sind auch super. Wenn ihr euch so welche kauft, kauft euch die ganz dicken. Das ist für die Smoothies hier am besten. Und es geht halt auch ohne zusätzliches Wasser. Bis bald. Ich hoffe, es hat euch geholfen. Tschüss.